Ein ganz herzliches Willkommen am heutigen Palmsonntag. Ja, ein Palmsonntag, der etwas anders gefeiert wird als sonst, als wir es gewohnt sind. Wahrscheinlich Sie zu Hause vor dem Bildschirm, vor dem Fernseher oder vor irgendeinem Livestream. Nicht nur deswegen ist dieser Tag für mich ja, etwas paradox. Und er berührt mich an sich jedes Jahr von Neuem. Er löst in mir jedes Jahr eigentlich ein sehr eigenartiges Gefühl aus. Es ja, liegt eine gewisse Tragik an sich an diesem Tag, in diesem Palmsonntag. Diese Diskrepanz zwischen Jubel und Ablehnung, Bewunderung und Ablehnung, Hosanna und kreuzige ihn. Und das innerhalb eigentlich nur weniger Stunden und Tage. Jesus weiß, und das hören wir heute auch in den Texten, um diese Diskrepanz, und er geht eigentlich offen seinem Schicksal, wie wir heute hören, entgegen. Die Menge, die jetzt ihm zujubelt, wie wir hören werden, die wird ihn in wenigen Tagen auch fallen lassen, ablehnen und zum Tod verurteilen. Vielleicht reitet Jesus genau deswegen auch bewusst auf einem Esel. Und betont damit, dass er zwar König ist, aber kein normaler König. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt, das betont er immer wieder. Und er möchte auch mit den irdischen Machthabern eigentlich nicht in Konkurrenz treten. Mit dem heutigen Palmsonntag, da gehen wir ein in die Karwoche, in die Leidenswoche. Wir beginnen, es ist das Tor hinein in diese besondere heilige Woche, die Karwoche. Und so wie die Jünger damals mit den Kindern Israels in die Stadt Jerusalem jubelnd eingezogen sind, so ziehen auch wir normalerweise mit Palmzweigen in den Händen ein in unsere heilige Stadt Jerusalem, an den Ort, wo wir Sonntag für Sonntag gemeinsam Tod und Auferstehung von Jesus feiern. Natürlich heuer etwas anders. Sie wahrscheinlich zu Hause an den Bildschirmen, wir hier als kleine Mönchsgemeinschaft im Neukloster. Wir wollen diese Prozession und haben diese Prozession auch heute an diesem Palmsonntag miteinander gemacht. Wir begleiten Jesus in die heilige Stadt Jerusalem. Palmzweige haben die Leute in den Händen damals und auch heute, Zeichen des Jubels, dass sie diesem König Jesus Christus entgegenbringen. Palmzweige, die auch sie vielleicht heute schon zu Hause liegen haben, die auch durch den Bildschirm gesegnet wurden. Palmzweige, die auch wir hier in der Kirche haben, die dann auch aufgelegt werden, auch zum Mitnehmen an die Leute. Palmzweige, die dann zu Hause in den Zimmern, in den eigenen vier Wänden auch an die Kreuze gehängt werden und uns jeden Tag neu, wenn wir darauf schauen, an diesen Jubel, an diese Freundschaft mit Jesus Christus auch erinnern, dem wir heute, wie gesagt, zujubeln. Aber wie gesagt, da ist in ein und derselben Feier heute auch diese Diskrepanz. Einerseits diese feierliche Prozession, die Jubelgesänge, mit denen wir Jesus mit Palmzweigen, diesem Jubelzeichen in der Hand, in die Kirche begleiten. Und wenige Momente später in der Liturgie dieses Sonntags hören wir die Passion, die Leidensgeschichte. Wir tauchen ein in das Leiden Jesu Christi, beginnend vom Abendmahlsaal über den Ölgarten, die Festnahme, die Verurteilung, den Kreuzweg, die Kreuzigung bis hin zu Tod und Grablegung. Und da liegt für mich eben diese Diskrepanz zwischen Jubel und Ablehnung. Vor der Liturgiereform haben deswegen die Priester auch das äußerlich gezeigt und haben auch die Farbe der Paramente gewechselt. Vom feierlichen Rot bei Weihe und Prozession zu einem eher traurigen Violett dann bei der Liturgie dieses Palmsonntags. Ein paradoxes Fest, ein paradoxer Tag. Die gleichen Leute, die jetzt und heute jubeln, mit einstimmen, werden in einigen Tagen in den gleichen Chor mit einstimmen, aber nicht in den Jubelchor, sondern in den Chor derer, die dastehen und sagen, kreuzige ihn. Wie ähnlich vielleicht auch bei uns in unserem Leben, zunächst Gott gegenüber. Wie viele beten auch heute zu ihm? Ja, wenn sie in Not sind und wenn sie ihn brauchen und wenn sie nicht mehr weiter wissen,
wenn sie in Not sind, eine Krankheit, ein Schicksalsschlag oder vielleicht auch ein kleiner Virus einfach unser Leben durchkreuzt und uns förmlich die Hände zusammenbindet und uns drängt, diese Hände zu falten und flehend zum Himmel zu erheben. Ein altes Sprichwort sagt dazu nur: Not lehrt beten. Oder auch, wenn uns etwas Tolles gelungen ist, wie leicht fällt es uns da, vielleicht sogar auch dann in die Kirche vorbeizuschauen, eine Kerze anzuzünden und dem lieben Gott einfach Danke zu sagen. Aber wie schnell ist er auch dann wieder vergessen, wenn es uns gut geht, wenn der Alltag wieder eingekehrt ist, wenn alles gut dahin geht, wie schnell ist dann er wieder vergessen, an die Seite gestellt oder wenn alles gut ausgegangen ist. Dann ist er scheinbar nicht mehr vonnöten und die Kirchenglocken, die einladend uns jeden Tag oder Sonntag auch zum Gebet rufen, die sind dann bald auch wieder überhört und gehen im Trubel des Alltags oder unserer Freizeitbeschäftigungen auch bald wieder unter. Aber auch zwischenmenschlich. Wie schön ist es heute und in diesen Tagen zu sehen, wie die Menschen zusammenrücken, wie sie einander helfen, einander helfend und unterstützend zur Seite stehen in Zeiten der Corona-Krise. Aber wird das alles anhalten, wenn der Alltag wieder einkehrt, der Alltag wieder läuft? Wird auch da nicht wieder vermehrt das Gegeneinander anstelle des jetzigen so tollen und guten Miteinanders die Oberhand gewinnen? Alles ist da, auch in unserem Leben, wie an Palmsonntag. Jubel und Ablehnung, das Hosanna und das Kreuzegehen, Glaube und Unglaube, unser guter Wille und auch das Versagen. Wir wollen heute ganz bewusst dieses Paradox unseres Lebens dem Herrn am Palmsonntag hinlegen. Ich ende mit ein paar Gedanken, die das sagen. Palmsonntag. Ohne Schlachtross, ohne Rüstung, ohne Armee. Auf einem Esel, auf Tuchfühlung, auf Vertrauensbasis ist er gekommen, um sein Friedensreich zu errichten. Ohne Machtstreben, ohne Gewinnsucht, ohne Gewalt. Wie oft noch muss es Palmsonntag werden, um seinen Willen zu verstehen. In diesem Sinne, liebe Schwestern und Brüder, wünsche ich Ihnen einen gesegneten Palmsonntag, einen etwas anderen Palmsonntag als sonst. Ich wünsche Ihnen trotz allem, auch wenn Sie die Liturgien dieser Tage nicht miteinander und auch nicht mit uns in der Kirche mitfeiern können, sondern nur über Fernsehen, Radio oder den Livestream, eine gesegnete Karwoche. Feiern Sie diese Tage trotzdem zu Hause mit uns mit. Gottes Schutz und Segen möge Sie und Ihre Familien begleiten.